Regionale Nachrichten in 100 Sekunden. Präsentiert von der Aargauischen Kantonalbank, Ottos Sportoutlet Oftringen, Möbelberger Oftringen und der HR Mohr Sennhof Garage in Rotrist. Grüezi miteinander aus dem Newsroom vom Zabiger Tagblatt zu 100 Sekunden. Kurznachrichten aus der Region im Überblick. Nach dem Überfall auf einen AWG-Shop beim Bahnhof Zreiden tappt die Polizei immer noch im Dunkeln. Die Täter sind noch nicht gefasst, wie der Sprecher von Luzerner Staatsanwaltschaft Simon Kopp sagt. Unklar ist auch, was die Räuber gesucht haben. Sie haben nämlich nichts gestohlen, sondern einfach einen Mitarbeiter bedroht und den Laden durchsucht. Klar hingegen ist, dass der Bahnhofplatz Zreiden kein gutes Pflaster ist. In einer Umfrage aus dem Sicherheitsbericht vom Jahr 2020 sagen viele Einwohner, dass sie den Ort immer, wenn möglich, meiden. Sogar ein Fünftel der Jugendlichen macht nach eigenem Bekunden einen Bogen um den Bahnhof. Der Marcel Reichen von Arbig ist gerne am Wasser und das hat er am liebsten sauber. Darum hat er diesen Sommer ein Abfallsammelprojekt gestartet. Das grosse Ziel, am Schluss will er ein ganzes Fußballfeld mit Abfall auslegen. Jeder Quadratmeter Abfall verkauft er für 29 Franken. In der Zwischenzeit haben schon namhafte Firmen Geld gespendet. Das Geld behaltet der Marcel Reichen aber nicht für sich, sondern spendet das an weitere Projekte, die sich für den Erhalt der Natur einsetzen. Bei der Kunsthorn-Weltmeisterschaft im japanischen Kita Kyushu hat der Noah Seifert die Finalplätze verpasst. Der bald 23-jährige Küngeldinger hat für seine Übung am Barren 14,566 Punkte bekommen und am Pauschenpferd heim nach einem Sturz 13,466 Punkte rausgeschaut. Mit seinem Auftritt zeigt sich der Turner an seiner ersten WM aber trotzdem zufrieden. Es sei ein cooles Erlebnis gewesen. Mehr zum neuen Seifert und weitere News aus der Region gibt es in der gedruckten Ausgabe vom ZT und auf zofigertagblatt.ch. Adi miteinander. Informiert in 100 Sekunden. Aktuelle regionale Nachrichten direkt aus dem ZT Newsroom ist Ihnen präsentiert worden von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Möbelberger, der Inneneinrichtungsspezialist in Oftringen für Möbel, Bettwaren und Vorhänge. Ottos mit dem Sportoutlet in Oftringen, grosse Marke zum kleinen Preis. Und der HR Mohr Sennhof Garage in Rotrist. Ihre Fortvertretung kompetent und sympathisch.